So, versuchen wir das jetzt hier nochmal in kurzer Version. Vielleicht kriege ich wenigstens kurze Videos hin mit der Kamera hier. Auch ihr seht, wie toll die ist. Ne? Ist ganz toll. Könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Licht haben. Ihr müsst heute mit der Qualität leben. Es geht nicht um die Qualität, es geht um meine Gedanken. Und zwar kommt das auch wieder aus dem Kontext heraus. Eines Gesprächs, das ich vor kurzem geführt habe, wo man mir nochmal gesagt hatte, so dass man das, dass meine Entschuldigungen, meine Ausreden, das war das Wort, meine Ausreden, keine Steuern ans Finanzamt, keine direkten Steuern ans Finanzamt zu bezahlen, schwachsinnig wären. Nochmal für all die, die das nicht mitbekommen haben, ich zahle seit 2006 bereits keine direkten Steuern mehr ans Finanzamt. Und zwar mit der Begründung, dass ich Kriegsdienstverweigerer bin, mein Kriegsersatzdienst, mein, wie heißt das denn noch? Zivildienst abgeleistet habe, 13 Monate lang, aus genau diesem Grund. Hier läuft ein Vieh. Zeugs, Insektoid. Warum? Checkt ihr es nicht? Das sind eure Gelder, die da gerade in die Ukraine geschickt werden, mit denen ein Krieg finanziert wird, von dem ihr nur in größtem Maße hoffen könnt, dass er euch nicht um die Ohren fliegt. Ich weigere mich, solchen Leuten Geld zu geben. Punkt. Und das kann finden, wer will, wie will. Ist mir kackegal. Ihr könnt ja gerne weiter brav eure Steuern zahlen. Wenn ihr weiterhin dann vertreten könnt, was damit gemacht wird, habe ich da gar kein Problem mit, wenn ihr das tut. Aber bitte akzeptiert doch einfach, dass ich das nicht möchte. Ich möchte keine Kriege finanzieren. Und der Ukraine-Krieg ist nicht der erste, der von deutschen Steuergeldern mitfinanziert wird. Ne? Wollte ich nur mal einfach gerade noch mal so raus. Mal so als Denkanstoß für den einen oder anderen. Wenn ihr das wollt, wenn ihr das gut findet, macht es. Dann geht selber dahin und lasst euch ein Loch im Kopf schießen. Das ist okay mit mir. Aber lasst doch bitte andere, die das nicht möchten, in Ruhe. Und zwingt und nötigt die nicht auch noch dazu, das mitzumachen. Gibt Leute, die wollen keinen Krieg. Und zwar egal, wie man den begründet oder rechtfertigt. Die wollen ihn nicht. Und zu diesen Leuten gehöre ich. Und wenn du damit nicht parat kommst, ist das dein Problem, nicht meins. Klar soweit? Ich zahle immer noch mehr als genug Steuern. Jedes Mal, wenn ich einkaufen, tanken oder sonst was fahre. Viel zu viel. Viel zu viel. Geht in anderen Ländern mit wesentlich weniger. Hab heute noch gehört, dass, glaub, die Mehrwertsteuer in der Schweiz 2% hat oder so. Nö. Habt euch lieb. Und wenn dir meine Videos gefallen und du mich weiter unterstützen möchtest, dann freue ich mich immer wieder über Daumen nach oben, Kommentare und wenn meine Videos geteilt werden. Und wenn du mir einen Obolus da lassen möchtest, lasse ich dir unten unter der Videobeschreibung meine Bankverbindung da. Tschüss!